Ein schwerer tropischer Wirbelsturm namens Idai hat in Mosambik ein Bild des Grauens hinterlassen und eine noch ungeklärte, aber vermutlich sehr hohe Zahl von Toten. Ganze Landstriche bieten ein Bild der Verwüstung. Dörfer und Städte unter Wasser, aus Häusern wurden Ruinen, Vorräte von den Fluten mitgerissen. Hunderttausende Menschen saßen Tage nach dem Unwetter zu Wochenbeginn weiter ohne Strom und Handynetz fest. Viele Orte waren wegen Überschwemmungen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Zahl der Toten könnte nach Angaben von Präsident Filipe Nyusi auf bis zu 1000 oder sogar mehr ansteigen. Auf den Flüssen trieben zahlreiche Leichen, das habe er vom Flugzeug aus gesehen. Der Zyklon der Stärke 4 von 5 war in der Nacht zum Freitag mit Windböen von bis zu 160 Kilometern pro Stunde vom Indischen Ozean her in der Nähe der Großstadt Beira in Mosambik auf Land getroffen. Es folgten Sturmfluten und massive Überschwemmungen. Tausende Menschen verloren ihr Zuhause. Dann zog der Sturm weiter nach Simbabwe. Rund um die Hafenstadt Beira will das Welternährungsprogramm in Kürze rund 600.000 Menschen unterstützen, etwa Kleinbauern. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, die Caritas und das Rote Kreuz haben zu Spenden für Mosambik und Simbabwe aufgerufen.